Wir hatten gestern Abend einen sehr freundschaftlichen, informellen Austausch zwischen der Bundesregierung und der Europäischen Kommission und hatten heute Vormittag die Arbeitssitzung, um auch uns über wichtige Inhalte unserer Präsidentschaft in den nächsten 6 Monaten auszutauschen. Es ist uns wichtig als österreichische Bundesregierung, dass es ein gutes Zusammenspiel zwischen dem Rat, der Kommission und dem Parlament gibt. Und in diesem Zusammenhang darf ich mich auch bei dir, Herr Präsident, ganz herzlich bedanken für den guten Austausch, nicht nur heute, sondern auch schon in Brüssel beziehungsweise in zahlreichen Telefonaten und persönlichen Gesprächen, die wir in den letzten Wochen und Monaten hatten. Wir haben heute versucht, die unzähligen Themen, die hier am Tisch liegen und die auf uns zukommen, in 3 Cluster zu ordnen und möglichst konkret auch die verschiedenen Themenfelder durchzubesprechen. Sie wissen, es gibt rund noch 200 oder sogar mehr Triloge, die abzuhandeln sind. Es gibt in unzähligen Bereichen Themen, die uns beschäftigen. Wir haben versucht, in 3 Cluster diese Themen einzugliedern und hier auch konkret zu besprechen. Das erste Cluster MFF and the Future of Europe. Wir haben hier, und das halte ich für sehr richtig und gut, einen gemeinsamen Zeitplan auch festgelegt, wie die Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen ablaufen können und auch sollen. Es gibt hier natürlich noch sehr unterschiedliche Meinungen innerhalb der verschiedenen Mitgliedstaaten. Das war auch erwartbar so, aber es gibt jetzt zumindest einmal einen guten Zeitplan, wie diese Verhandlungen ablaufen können. Zweites Cluster Security, Defense, Migration und auch der Westbalkan. Hier haben wir uns darüber unterhalten, wie wir auf europäischer Ebene die stärkere Zusammenarbeit in Sicherheit und Verteidigungspolitik vorantreiben können, wie wir auch die Schlussfolgerungen des Europäischen Rats letzte Woche bestmöglich in Umsetzung bringen können. Hier gibt es zum einen die interne Dimension innerhalb der Europäischen Union, aber natürlich auch das Thema des Außengrenzschutzes und die Zusammenarbeit mit den Drittstaaten. Was den Westbalkan betrifft, wissen Sie, dass Österreich hier ein starker Treiber für die europäische Perspektive, aber auch für Fortschritt auf dem Weg in die Europäische Union dieser Staaten ist. Drittes Cluster, Innovation in a Connected and Globalized World, also insbesondere auch ein Fokus auf die Digitalisierung. Wir wollen eine Vollendung des digitalen Binnenmarkts. Es liegen hier 29 Texte am Tisch, die wir zügig auch abschließen wollen. Und natürlich hier auch ein großes Thema, das uns beschäftigt, die faire Besteuerung für Internetgiganten. Ich glaube, das ist auch notwendig, hier Fortschritt zu erzielen, um auch sicherzustellen, dass es einen fairen Wettbewerb in diesem Bereich gibt. Hier unterstützen wir die Vorschläge der Kommission, die am Tisch liegen. Ich bedanke mich für den warmen Empfang, den wir hier in Wien haben genießen dürfen. Wir sind gerne nach Wien gekommen, das tut man eh immer gerne, aber wenn die österreichische Präsidentschaft ansteht, tut man es umso lieber. Jede Erfahrung zeigt, dass wenn Ratspräsidentschaft und Kommission nicht engstens zusammenarbeiten, dann geht es schief. Es wird unter österreichischem Vorsitz nicht schief gehen, weil wir abgemacht haben, dass wir uns regelmäßig sehen, dass wir regelmäßig telefonieren, auch über die Sommermonate hinweg. Und die Gespräche, die wir vor einer gewissen Zeit in Brüssel geführt haben und auch jetzt hier zeigen, dass wir eigentlich in dieselbe Richtung schwimmen, dass die österreichische Bundesregierung verfügt über ein deutlich proeuropäisches Regierungsprogramm. Das Motto der Präsidentschaft, ein Europa, das schützt, trifft im Kern genau das, was ich bei meiner Antrittsrede im Europäischen Parlament im Oktober 2014 auch vorgetragen habe. In Europa muss den Menschen näher gebracht werden. Das ist nicht nur ein Gedicht, das muss auch konkret unter Beweis gestellt werden. Europa darf sich nicht in alle Dinge des Alltages einmischen. Subsidiarität, ein zweites großes Themenfeld. Das österreichische Ratsvorsitz wird von der Kommission, auch wenn niemand das glaubt, intensiv bearbeitet und ernst genommen. Ich konnte schon mehrfach darauf hinweisen, dass die Vorgängerkommissionen 120, 130 neue Initiativen pro Jahr losgetreten haben. Diese Kommission macht das in etwas bescheidenem Umfang, weil wir bis maximal 23 Gesetzesinitiativen
vorstellig geworden sind. Das gefällt nicht allen, aber uns ist das lieber. Wir konzentrieren uns auf die großen Dinge und lassen weniger Wichtiges in den Händen derer, die es besser wissen. Das sind die Staaten, das sind die Regionen, das sind die Kommunen, alles in Österreich sehr artikulierbar zu besuchen. Wir haben uns heute darauf verständigt, dass die Kommission im September einen Vorschlag zum Außengrenzschutz macht. Wir hatten anfänglich uns vorgenommen, bis ins Jahr 2027 10.000 Grenzpolizisten in Aufstellung zu bringen. Das ziehen wir jetzt auf 2020 vor und ich werde im September diesen Jahres Vorschläge in die Richtung machen. Ich bin froh darüber, dass das Thema Digitales von der österreichischen Bundesregierung intensiv bearbeitet werden wird. Dort stehen noch viele Entscheidungen aus. Es liegen insgesamt 29 Gesetzestextvorschläge auf dem Tisch des Gesetzesgebers. Wenn es hier Fortgang gibt, dann wäre das in allen Beziehungen zu begrüßen. Wir haben uns im Vorfeld über vieles unterhalten, auch über die Art und Weise, wie wir mit dem Thema mittelfristiger Finanzrahmen umzugehen gedenken. Hier ist Tempo angesagt, aber auch Gründlichkeit, weil Haushalte sind in Zahlen gegossene Zukunftsvorstellungen. Da muss man sich über die einzelnen Themenbereiche intensiv miteinander unterhalten. Das wird der österreichische Ratsvorsitz mit dem üblichen Charme zu gestalten wissen.